statt nützliches Instrument in der realen Wirtschaft zu sein, zu einer Ware mit dem Ziel der Akkumulation von Mehrwert gemacht wird, dass zweitens Eigentum nicht mehr dem nützlichen Gebrauch in der Gemeinschaft dient, sondern von wenigen als privater, sprich von der Gemeinschaft geraubter Reichtum absolut gesetzt wird. Und wenn schließlich drittens die Arbeit statt befriedigende Tätigkeit für das gemeinsame gute Leben zu sein, zur Sklaverei und Ausbeutung missbraucht wird, dann muss genau an diesen drei Stellen Geld, Eigentum und Arbeit der Kampf für Alternativen ansetzen. Franz Hinkelarbeit und ich haben in unserem Buch Leben ist mehr als Kapital eine neue Eigentumsordnung von unten skizziert. Das heißt, eine rechtlich vielfältige Ordnung, die in allen Formen dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Sie geht von der Welt als geschenktem Gemeingut aus und verwirft die kapitalistische Ordnung, die die Welt zur Ware macht. In meinem Buch Gieriges Geld habe ich ebenfalls versucht, die Grundlagen für eine neue Geldordnung aufzuzeigen. Sie geht zentral davon aus, dass Geld aus einer Ware zu einem öffentlichen Gut gemacht werden muss. Alle diese genannten Schriften werden nach unserer Veranstaltung am Büchertisch erhältlich sein. Und nun sehen wir aber, dass inzwischen weltweit ein richtiger Boom zur Entwicklung von Alternativen in diesen zentralen Bereichen vorliegt. Besonders froh bin ich, dass Christian Felber hier mit auf dem Podium sitzen wird, denn er hat mit seinem Buch Gemeinwohlökonomie und Geld die neuen Spielregeln nicht nur überzeugende Konkretionen für diese alternativen Versuche entwickelt, sondern auch zusammen mit Attac Österreich inzwischen fast 1600 Betriebe, es werden jedes Mal mehr, vielleicht ist es sogar inzwischen schon über 1600, für die Umsetzung dieser Ansätze gewinnen können. Er wird sicher in seinem Beitrag hier auf diesem Podium davon berichten. In Deutschland ist auch die vorzügliche Arbeit der Akademie Solidarische Ökonomie zu nennen. Sie hat ihre Ergebnisse in dem Buch Kapitalismus und dann System der Wandel und Perspektiven gesellschaftlicher Transformation zusammengefasst und wird hier ebenfalls einen Workshop anbieten. Auf unserem Podium ist auch Herbert Böttcher und er wird sicher den systemtranszendierenden Ansatz stark machen. Darauf freue ich mich jetzt sehr und bedanke mich.